Guten Tag, liebe Kandidatinnen, liebe Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart. Ich bin der Uwe Hart, Vorstand der Caritas in Stuttgart und aktuell Sprecher der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Stuttgart. Die Bedeutung der freien Träger wird von der Politik und Verwaltung, auch von Ihnen als Kandidaten, immer wieder betont. Die freien Träger, wir genießen ein relativ hohes Ansehen in Stuttgart. In vielen Tätigkeitsfeldern allerdings müssen die freien Träger jedes Jahr viele Millionen Euro Eigenmittel einsetzen, selbst da, wo es um kommunale oder staatliche Pflichtaufgaben geht. Die Eigenmittel aufzubringen wird allerdings immer schwieriger und die Defizite der Träger dadurch auch immer höher. Unsere Frage nun an Sie: Wie stehen Sie grundsätzlich zur Begrenzung des Eigenmittelanteils der freien Träger? Sind Sie grundsätzlich dafür, dass soziale Aufgaben bei der möglicherweise anstehenden Haushaltskonsolidierung der Stadt Stuttgart ausgenommen werden? Beziehungsweise wie wollen Sie die Stadt sozial gerecht gestalten? Die freien Träger leisten enorm wichtige Arbeit für die Stadt Stuttgart und den Zusammenhalt. Deswegen möchte ich sie weiter finanziell gut unterstützen. Und gerade dort, wo Pflichtaufgaben übernommen werden, wie beispielsweise in der Kinderbetreuung, müssen wir schauen, dass die Finanzierung auch auskömmlich ist. Das heißt, Personalkosten zu 100% zu übernehmen, aber auch mehr machen bei den Sachkosten. Weil, wie gesagt, hier wird eine öffentliche Aufgabe durch freie Träger erbracht. Wir wissen, dass die Haushaltssituation mit Blick auf Corona schwieriger werden wird. Aber an einem dürfen wir nicht sparen, an den sozialen Leistungen, weil das ganz essentiell ist, dass unsere Stadtgesellschaft zusammenhält und die Schwächsten unterstützt. Die Träger der freien Wohlfahrtspflege bilden in ihrer Vielfalt die Stadtgesellschaft ab. Sie übernehmen viele Aufgaben, die die Stadt selber gar nicht leisten kann. Insofern ist es selbstverständlich, dass die Finanzierung auskömmlich sein muss. Da die Träger im Auftrag der Stadt arbeiten, ist auch gar nicht einzusehen, warum sie nicht auch Vorzüge, die städtische Mitarbeiter zum Beispiel haben, nicht auch haben sollten. Jobticket zum Beispiel, aber auch andere. Ich würde gerne darüber nochmal ins Gespräch kommen und schauen, was sich im Haushalt abbilden lässt. Ich halte es für wichtig, die Trägervielfalt zu haben und die Vorzüge sozusagen für die Stadt zu arbeiten, im Auftrag des Trägers, aber auch im Auftrag der Stadt vielleicht selber, das wertgeschätzt zu sehen, auch in der Ausstattung und in der Finanzierung. Das ist das eine. Ein zweiter Punkt für mich ist die Frage der sogenannten Freiwilligkeitsleistung. Was ist freiwillig? Das, was wir nicht brauchen, was on top dazu ist, was Dekoration ist? Nein. Freiwilligkeitsleistungen im Sozialbereich sind eigentlich oft Dinge, die gerade nötig sind, die präventiv sind, die uns wichtig sein sollten, damit es überhaupt gar nicht erst zu Problemen kommt. Insofern würde ich diesen Katalog der Freiwilligkeitsleistung sehr gerne gemeinsam mit den Trägern und gemeinsam auch mit den Betroffenen und Selbsthilfeverbänden nochmal anschauen wollen und mich darüber verständigen, was uns wichtig ist und was nicht, und den Maßnahmenkatalog gegebenenfalls auch erweitern. Eine sozial gerecht gestaltete Stadt ergibt sich nicht von selbst, sondern da müssen alle mit dazu tun. Und deshalb ist der Quartiers- und der Bezirksgedanke, glaube ich, da ganz richtig. Weil durch gute Nachbarschaften entsteht auch ein gutes Miteinander. Das kann ich als Bezirksvorsteherin seit 16 Jahren von Stuttgart-Mitte inzwischen ganz gut beurteilen und habe das auch an vielen Stellen so erlebt. Ein kleines Parkdeck auf dem Kernerplatz hat dazu geführt, dass Menschen, die seit 20 Jahren nebeneinander wohnen, sich kennenlernen konnten und soziale Kontakte entstanden sind und sich aber auch jetzt in der Corona-Krise zum Beispiel gegenseitig geholfen wurde. Insofern ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Wir müssen dieses Miteinander in den Quartieren stärken. Und da sind die Träger und auch die Kirchen und die Verbände ganz vorn dran. Mit ihren Angeboten, mit all dem, was sie dort schon tun. Das müssen wir ausbauen, das müssen wir absichern. Da müssen wir Existenzängste nehmen. Da kann nicht sein, dass man alle zwei Jahre als Bittsteller
vor den Gemeinderat oder vor die Verwaltung tritt, wenn wieder Haushaltsplanberatungen anstehen. Da muss eine Sicherheit her und das muss kontinuierlich gestaltet werden. Insofern muss natürlich die Finanzierung auskömmlich sein. Wir müssen gerade jetzt in die Krise, wir haben eine Corona-Krise und wir müssen in diese Krise hinein investieren und nicht sparen. Insofern sehe ich im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vielleicht auch wegen Corona überhaupt keine Möglichkeit, ausgerechnet im Sozialbereich zu kürzen. Ganz im Gegenteil, wir müssen das ausbauen, weil wir brauchen Zuversicht und Vertrauen in eine starke Stadtverwaltung, in eine starke Stadtgesellschaft. Und die ergibt sich nicht, wenn Hilfeprogramme abgebaut werden oder reduziert werden. Insofern ganz klare Ansage von meiner Seite, Ausbau statt Abbau. Die freien Träger sind ein ganz, ganz wichtiger Partner der Stadt, wenn wir eine menschliche Stadtgesellschaft hier auch wirklich leben wollen. Das wissen Sie auch und solche Lippenbekenntnisse wollen Sie jetzt auch nicht von mir hören. Ich bin davon überzeugt, dass wir zum Beispiel bei der Kita-Förderung das auch finanziell zum Ausdruck bringen müssen. Deswegen spreche ich mich klar dafür aus, dass wir perspektivisch die 100% Personalkostenförderung auch erreichen. Ich finde es auch wichtig, dass wir im kommenden Jahr 2021 jetzt nicht in die Krise nochmal massiv hineinsparen, sondern bin davon überzeugt, dass wir mit Einmaleffekten die Lücke auch nochmal schließen können, ohne Einsparungen vornehmen zu müssen und schon gar nicht bei Soziales und Bildung. Und möchte hart dafür arbeiten, dass wir in den kommenden Jahren wieder ordentliche Gewerbesteuereinnahmen haben, damit Soziales auch finanziert werden kann. Das ist mir besonders wichtig. Die freien Träger erbringen ihre Dienste vor allem im Bereich kommunaler Pflichtaufgaben gewissermaßen als Stellvertreter der Kommunen. Deswegen muss eine auskömmliche Finanzierung gewährleistet sein. Stuttgart muss auch in und nach Corona ein soziales Herz behalten. Es ist in Anbetracht der guten finanziellen Ausgangslage der Stadt Stuttgart in einer mehrjährigen Übergangsphase vertretbar, von einem strikten Haushaltskonsolidierungskurs bis auf Weiteres und gerade auch im Sozialbereich abzusehen. Corona hat ja gerade gezeigt, wie wichtig der soziale Zusammenhalt ist. Und deswegen darf jetzt nach Corona es nicht heißen, den Gürtel enger schnallen, soziale Leistungen oder freie Träger kürzen. Das Gegenteil muss der Fall sein. Wir müssen unser Gemeinwesen und Sozialwesen ausbauen. Und das will ich als OB Rockenbauch auch tun. Was ich ganz wichtig finde, ist, wenn freie Trägerinnen einen Job machen, den eigentlich die Stadt machen muss, dann sollte er auch auskömmlich und voll finanziert werden von Seiten der Stadt. Dann kann man Vielfalt im Angebot mit verlässlicher Finanzierung der Stadt kombinieren. Und das finde ich eine gute partnerschaftliche Lösung für gemeinsame Probleme.